Sehr geehrte Damen, Herren und YouTuber, vielleicht ist dies nun zu übertrieben, ist es aber für ein 2000, mittlerweile schon 3000 Abonnenten Special Video nicht. Hiermit möchte ich mich bedanken, obwohl man dieses Gefühl, was ich gerne mitteilen möchte, gar nicht in meinen Text unterbringen kann. Destotrotz mache ich es irgendwie, um zu zeigen, dass ich nicht einfach Videos mache, um mich an positiven Feedback zu ergötzen. Eigentlich hätte ich diese Rede schon seit 300 Abonnenten schreiben können, weil es egal ist, wie viele Zahlen man in der Übersicht von YouTube zu stehen hat. Ich denke, das ist uns allen bewusst. Wichtig ist, dass man eine Community aufgebaut hat, die zu einem hält. Wenn man das geschafft hat, braucht man nichts mehr, außer ein sanftes Umgehen mit ihr. So eine Community, wie wir sie heute nennen, braucht sehr viel Liebe. Das habe ich bemerkt, als Kommentare wie richtig gut, Respekt gelesen habe und mein Gewissen unbedingt dies mit einem Danke ausfüllen wollte. Doch leider kann man dieses Danke nicht in einem Text oder anderen Format schreiben. Erst nach langer Zeit erkennt man, wer wirklich dazugehört. Und damit meine ich nicht die Zielgruppe, wie die YouTube-Analystik uns zeigen, sondern die, die wirklich Menschen sind. Menschen, die genau wie du und ich vor einem Computer, Tablet oder Handy sitzen. Das sind die, die schon seit Monaten oder sogar schon seit Jahren mit uns gehen. Die nicht nur Kommentare schreiben, sondern auch als Mensch unabhängig vom Talent Freundschaften bilden in einer Community. Das wiederum bedeutet für mich das Wort Community. Ich weiß nicht, ob sich dieser Text so YouTube-geil anhört. Eigentlich will ich damit nur sagen, dass ich nie gedacht hätte, dass ich mit so vielen Leuten meine Musik teilen darf. Seit ungefähr 3 Jahren mache ich schon Musik. Angefangen habe ich nicht mit dem Gedanken, ich lade es gleich auf YouTube hoch. Damals hat mich YouTube überhaupt nicht interessiert. Auf YouTube wurde ich erst aufmerksam, als ich verzweifelt an FS Studio saß. Mein Traum war es, gute Musik zu machen, Musik, die durch meinen Kopf ging. Durch das Durchstöbern von Tutorials machte ich mich bekannt mit YouTube. Nach haufenweise Let's Plays Kanälen, die übrigens richtig Spaß gemacht haben, kam mir der Gedanke, meine Musik auf YouTube hochzuladen. Ich wollte es aber anders machen, irgendwie. Ich wusste nicht was, aber es war anders und ist es immer noch. Nach langem Überlegen, wie nun der beste YouTube-Kanal der Welt heißen soll, erschuf ich Oliver Musik. Eine kreative Zusammensetzung aus meinem Namen und das, was ich zeigen möchte. An allen kleinen Musikern da draußen, wenn euch das Musikmachen Spaß macht, dann gebt einfach nie auf. Lernen ist scheiße, das wissen wir alle, aber es ist hilfreich. Damit will ich auch nicht sagen, dass ihr so lange an einem Song sitzen sollt und euch totdenken sollt, das ist nicht so gut wie. Das hilft keinem weiter. Es gibt immer jemanden, der besser ist, sei es im Real Life oder im Internet. Hiermit bedanke ich mich für die geile Zeit auf YouTube. Ich bedanke mich an alle, die bis hierhin mitgekommen sind. Ich bedanke mich an die neuen, freshen Leute, die ich im Internet kennenlernen durfte. Ich sage willkommen an alle Neuen, die dazugestoßen sind. Und natürlich bedanke ich mich auch bei euch. Es zählt nicht nur der Abonnier-Button. Wie Angelika Merkel sagen würde: Das Internet ist für uns alle Neuland. Schlagen Sie jetzt zu, Leute! Schlagen Sie jetzt aber. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Genau. Jetzt Gratisberatung. Mit Gratisberatung kaufen Sie sich ein Faultier für 23,95. Was für eine Spannung hier drin. Wir sind jetzt schon bei 25. Wie es aussieht, lieben die Zuschauer das Gemälde. Und es steigt und steigt zur Sekunde. Ans Hörer gehen. 23,95, ja, genau. Da kriegst du noch nicht mal eine Lollipop vom Kiosk. Oder so. Dein eigenes Faultier jetzt hier bei uns. Einfach anrufen. 0700 33 34 255. Ja, jetzt nur anrufen, für 100 sofort. Euro pro Sekunde. Leute, ein Faultier.
Und da wurde es schon verkauft. So das zweite Gemälde für heute. Nun, jetzt steigt hier die Spannung. Die Preise flitzen hoch. Auch ein sehr schönes Gemälde. 2015. Künstler unbekannt. Aber wie es aussieht, gefällt auch das den Zuschauern. Und es steigt, wir sind schon auf 80. 200, der höchste Preis für heute. Und da wurde es für 200 verkauft. Ein Faultier für 23,95. Das ist das Stück an. Bestellen Sie es jetzt sofort. Guck dir das an. Ich meine, ist das nicht? Ist das nicht? Ja. Premium? Nee, das ist doch Premium. Nicht so fassen. Kaufen Sie jetzt. Das ist Premium. Gehen Sie an Ihren Hörer. Nehmen Sie den Hörer an Ihren Ohr und rufen Sie an 0000333425. Jetzt anrufen Sie sofort.